Hallöchen, ihr Lieben. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich ganz doll, irgendwie förmlich heute, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe die letzten Tage mich mit einem Album beschäftigt, was relativ zeitnah fertig werden musste. Also ich habe hier wirklich 3 Tage mehr oder weniger durchgeackert, da das am Samstag schon verschenkt werden sollte. Und ich mag es nicht mehr auf die letzte Minute. War schon ganz schön knirsch, aber ja, wie sollte es auch anders sein? Ich habe es natürlich geschafft, denn wir haben heute Mittwoch. Ich habe Samstag angefangen oder Sonntag. Samstag, glaube ich. Oder so, nee, Sonntag. Samstag war sie, glaube ich, hier und hatte mir nochmal. Nee, wann war sie denn hier? Sie war Freitag hier. Da hatten wir nochmal das Papier besprochen, wo ich keinen so großen Spielraum hatte. Aber es hat trotzdem geklappt, weil letztendlich das Längste, das, was am längsten dauert, ist eigentlich immer so die Ideenfindung im Kopf. Bei mir jedenfalls. So, und dann habe ich Samstag noch ein paar andere Dinge erledigen müssen und Sonntag habe ich richtig straight angefangen. Jo, und heute haben wir Mittwoch und es ist fertig. Und ich möchte es euch zeigen. Natürlich haben wir jetzt heute schon Sonntag, weil Samstag wurde es erst verschenkt. Und da ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob die Beschenkten meinen Kanal vielleicht doch verfolgen, man weiß es nie. Manche Leute sind eben halt unsichtbar und deswegen kommt es jetzt erst auf den Sonntag. Also, ich habe aber vorab eine Frage. Ich habe für das Album diese Blüten, also eine von diesen Blüten, verarbeitet und die habe ich mal in einer lieben Überraschungspost drin gehabt. Ich glaube, Mineminchen war das gewesen. Ich könnte sie vielleicht auch fragen. Habe ich noch nicht getan, werde ich aber tun. Wahrscheinlich habe ich schon bis Sonntag. Aber ich frage jetzt euch auch, ob jemand weiß, wo man diese Blumen vielleicht käuflich erwerben könnte. Denn ich habe nur noch diese eine und das ist sehr schade, denn ich mag es auf meinen Alben nicht so voluminös und Papierrosen und so eignen sich da nicht unbedingt immer sehr gut und Stoffrosen, also sowas Plattes und trotzdem sehr Edles, habe ich sehr, sehr wenig. Und das ist letztendlich Stoff. Denn ich mag auch keine Plastikblumen. Klar, ich verarbeite sie, die ich noch da habe, aber egal. Mir geht es jetzt hier einzig und allein um diese Stoffblumen. Wer da was weiß, bitte mich anschreiben oder mir in die Kommentare für alle anderen eben halt reinschreiben. So, aber wir legen gleich los. Ich habe jetzt hier auch noch einen Umschlag, einen leeren, etwas dickeren, also der hat eine höhere Grammatur. Denn in diesem Umschlag kommt noch rein, und da geht es auch gleich los ins Album, noch ein paar Standsteile, weil ich habe natürlich auch viele kleine Reststücke übrig behalten. Da kommen diese Herzen rein und diesen Cardstock. Dann kommen diese Ringe und auch ein Täubchenpärchen. Und sie hat auch die Möglichkeit, ist dann, ach nee, die Rückseite war so. Vielleicht sollte ich ihr vielleicht noch einmal in Weiß ausstanzen. So, warum ich das hier habe, zeige ich euch gleich. Das werdet ihr gleich erkennen, warum das so ist. Dann habe ich hier dreimal das Hochzeitspaar in unterschiedlichen Designs und einmal ein Hochzeitspaar auf Fahrrädern. Das kommt da rein. Dann kommt noch mal eine so eine Ecke mit rein. Dann habe ich noch drei so eine Schlüssel ausgestanzt. Die kommen da noch mit rein. Und dann habe ich hier noch mal 4 so eine Herzen mit Sterne, zweimal mit Glitzer, einmal mit Silberglitzer und einmal in diesem Design. Das kommt jetzt alles samt ein paar Rest-Cardstocks in diesen Briefumschlag. Und hier sind dann nochmal, damit die aber nicht durcheinander fliegen, habe ich hier einen separaten Umschlag gemacht, nochmal ein paar kleine Herzen. So, das packe ich jetzt auch gleich alles hier rein. Und dann zeige ich euch, warum. So. Ich hoffe, das passt gleich alles, weil es ist doch ganz schön viel geworden. Ansonsten muss ich es auf mehrere Umschläge verteilen. Aber mal schauen. So, den haben wir. Den packen wir jetzt mal kurz hier hin, weil jetzt zeige ich euch mein Zauberstück. Leute, ich bin so glücklich. Ist das nicht ein Traum geworden? Ich bin selber verliebt. Es ist selten,
Aber diesmal bin ich wirklich selbstverliebt. So, ein Clou gibt es hier auf dieser ersten Seite schon. Man kann hier das Teil rausnehmen und hat gleich eine Schablone. Entweder dreht man es einfach um und klebt dann ein Hochzeitsfoto drauf. Oder aber man lässt es so. Dann zeige ich euch, habe ich das, damit man das gut. Ah, hier muss ich, glaube ich, nachkleben. Gut, dass ich das jetzt sehe. Hier habe ich eine Erhöhung eingebaut. Deswegen ist hier unten sind jeweils ein 3D-Pad. Ja, damit das hier oben ein bisschen, hier unten ein bisschen absteht. Denn dann kriegt man auch das Ding hier wunderbar reingeschoben, ohne dass man sich einen abbrechen muss. Das war mir ganz wichtig, dass das eben halt für die Beschenkte auch ganz einfach dann eben halt zu bedienen ist, weil ansonsten könnte man was ausrumseln, wenn man da eben halt sich quälen muss, das dann wieder da reinzukriegen. Denn hier oben soll ja auch nichts abbrechen oder abreißen. Deswegen habe ich das so gemacht, dass das wirklich dann hier so passt. So, dann schlagen wir mal auf. Mal gucken, wie weit ich das so rübernehmen muss. So müsste das passen. So, und schlagen wir das auf. Und so sieht es hier innen drinne aus. Und das soll nämlich hier noch mit rein. Denn ich habe ja hier doch recht viel Platz. Von daher passt es. So. Vielleicht schreibe ich hier auch noch Deko rauf. Mal gucken. Aber es kann auch sein, dass ich das vielleicht nochmal verteile auf mehreren Umschlägen, damit sich das nicht so wölbt hier. Denn hier habe ich nämlich ausnahmsweise mal gleich plan am Rand geklebt. So, ich muss bloß mal gucken, damit ich auch wirklich gut im Bild bin mit dem Album. So. Also, es geht weiter. Wir haben hier eine Klappe natürlich wieder mit Magnet eingearbeitet. Und wie ihr seht, es ist nicht dekoriert. Aber das ist so gewollt, damit in diesem Album selber noch gearbeitet werden kann. Ja, wir haben hier einmal eine Klappe zum Aufmachen. Dann habe ich hier eine Art Kartenmappe gemacht, das kann man runterklappen. Das ist nicht festgeklebt. Somit hat man auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr reinzumachen. So, dann geht das hier auf. Ich muss mal gucken. So, dann haben wir hier genau dasselbe. Hier ist wieder eine Mappe. Auch hier hat man die Möglichkeit, auch ein paar größere Fotos reinzuschieben. So, dann haben wir hier die Seite. Ja, leider hält der Magnet nicht ganz so fest, wie ich es mir gewünscht hätte. Das liegt an der Haftkraft des Magneten. Also ihr müsst mal aufpassen, umso höher die Zahl, umso kräftiger ist der Magnet. Die N35 sind für die Albumgestaltung gar nicht geeignet. N42 und 45 geht eigentlich schon. Es wäre besser gewesen, wenn ich hier oben und unten jeweils einen Magnet gemacht hätte. Ja, das nur mal so kurz am Rande für alle anderen Bastler. Seid euch darüber bewusst. Also am besten sind sogar die 52er. Die 45er sind, 45er und 52er sind ganz gut. Ja, weil, oder aber eben halt immer im Doppelpärchen, dass man immer zwei verwendet, weil dann ist die Haftkraft auch gut und dann geht euch das nicht auf. Das war jetzt nochmal meine Erfahrung. Das merkt man oft erst, wenn es dann fertig ist. Das ist leider das Problem. Aber ja, fürs nächste Mal weiß ich's. So, dann haben wir hier ganz viele Matten. Die nehme ich erstmal hier kurz raus. Denn hier habe ich gearbeitet, indem ich. Sekunde. Hoppala. Man kann ja einerseits Plan ankleben, ja, dass man hier das Band hat und das Plan anklebt. Dann hat man mal die Möglichkeit, nicht so viel reinzumachen. Man kann aber auch hier eine Falzlinie machen und hier auch. Das umknicken und dann erst anklicken, dann hat man hier mehr Spielraum. Hat natürlich auch zur Folge, dass man dann relativ viel reinpacken muss, damit das nicht rausfällt. Ja, weil ist natürlich klar, man hat dann natürlich hier wirklich viel Platz und muss eben halt gucken, dass man so viel reinmacht, dass es da nicht verrutscht. Aber ich denke mal, wenn das Hochzeitspaar dann noch Sachen reinmacht, dann wird es auch so fest, dass es nicht rausrutscht. Ja, nur damit ihr das wisst. So, dann klappen wir um. Hier habe ich ausnahmsweise mal ein Band eingesetzt. Da muss ich noch was abschmirgeln.
Oh, das war ein bisschen zu viel. Muss aufpassen, dass ich hier nicht noch das ganze Album in Brand setze. Das geht nämlich ganz schnell bei so einem Band. Deswegen ganz vorsichtig, damit es hier, na, versiegelt ist, auf Deutsch gesagt. Auch hier schneide ich das nochmal ab. Da eignet sich natürlich eine sehr gute Schere für. Aber ich liebe meine Fiskarschere. So, dann können wir das hier aufmachen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, auch einiges reinzumachen. Und das ist hier praktisch wie so ein Buch. Ich habe es jetzt so reingemacht, damit man das schöne Design hier sieht. Ihr seht, es ist nicht wirklich ausdekoriert. Aber ja, das sagte ich ja schon am Anfang. Das ist so gewollt. Warum habe ich denn jetzt hier überall Klebespuren? Ja, die kommen dann manchmal erst, nachdem alles trocken ist, zum Vorschein. Und ich bin noch nicht plan durchgegangen. Ich filme jetzt schon, damit ich mich dann entspannen kann, dass es im Kasten ist, weil ich habe schon einige Alben gemacht und immer habe ich vergessen dann oder nicht mehr die Zeit gehabt, das zu filmen. Und das wollte ich diesmal vermeiden. Und da ich das ganz gerne heute übergeben möchte, denn das nächste steht schon in den Startlöchern. Das muss nämlich jetzt diesen Monat fertig sein und dann muss ich mich ja auch noch um den Shop kümmern. So, also kommen wir wieder zurück. Hier haben wir dann ganz viele Klappen, die immer in den Reihenfolgen der Größen aufgeschlagen und zugemacht werden. Also die erste Größe, dann die zweite, dritte, vierte und dann so. Dann haben wir hier auch wieder, ich arbeite eigentlich generell mit Magneten, weil ich das am schönsten finde. Und ja, weil vielleicht liegt es daran, dass ich in so einem Album nicht laufend irgendwelche Bändchen zumachen würde wollen. Die Bequemlichkeit siegt. So, auf der Seite haben wir hier nur zwei Klappen. Da haben wir die Möglichkeit, großflächig ein Foto reinzukleben oder zwei kleine. Ausgerichtet ist es eben halt auf 9x13. Und auch hier haben wir dann die Möglichkeit, da habe ich dann eben halt auch nochmal so eine Mappen gemacht. Ich habe hier bewusst nichts draufgeklebt, weil in dem Moment, wo hier ein Foto draufklebt, ist es dann wieder stabiler. Und ja, das wird sonst alles hier zu schwer. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das Ganze immer mehr an Gewicht zunimmt. So, hier haben wir wieder eine Seite, wo wir Taschen haben, wo dann eben halt Fotomatten sind, die man natürlich auch an anderen Orten in dem Album platzieren kann. Das ist überhaupt gar kein Problem. So. Und dann auf dieser Seite, hier habe ich ein Holzherz genommen. Das habe ich mit einem Silberpapier belegt und dann nochmal mit so einem Puffi. Es ist leider nicht mehr puffig, warum auch immer. Ich kann euch mal zeigen, wie die vorher aussahen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Die sind eigentlich so ein bisschen aufgepufft. Ja, die sind so ein bisschen voluminös. Meins ist jetzt sehr platt geworden, warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich zu dolle gedrückt. Ich weiß es nicht. Aber es sieht sehr gut aus. Auf der Rückseite habe ich den Magnet auch nochmal mit einem ausgestanzten Herz überdeckt. Denn hier ist der Magnet drunter eingearbeitet, damit diese vier Flügel eben halt gehalten werden. So. Halt. Falsch rum. So. Und das hält dann. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne bin ich durch. Die Rückseite habe ich so plan gelassen. Der Einband ist mit Stoff bezogen. Das war mir ganz wichtig. In diesem Sinne, ich freue mich über dieses Album. Ja, ich bin einfach selbstverliebt. Schade, dass ich keine 10-jährige Hochzeit habe. Weil Rosenhochzeit ist die 10-jährige, wenn man 10 Jahre verheiratet ist. Und ich hoffe, dass das Brautpaar oder das ehemalige Brautpaar oder das Hochzeitspaar sich freuen wird, was meine Kundin sagen wird. Ich bin sehr gespannt und ja, verbleibe mit den besten Grüßen an euch und wünsche euch einen restlichen zauberhaften Sonntag. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!